Elmer Wayne Henley Jr. wurde am 9. Mai 1956 im US-Bundesstaat Texas geboren. Er war der älteste von 4 Söhnen. Er litt unter häuslicher Gewalt durch seinen alkoholkranken Vater. Nachdem die Eltern sich scheiden ließen, blieb Henley mit seinen Geschwistern bei der Mutter. Henley galt als guter Schüler. Er nahm Teilzeitarbeiten an, um seine Mutter finanziell zu unterstützen, was seinen Noten jedoch stark schadete. Mit 15 brach er die Highschool ab und wurde später wegen Einbruchs verhaftet. Henley merkte schnell, dass er homosexuell war und lernte im Laufe der Zeit Dean Corll kennen, der Mann, der später als Candyman bekannt wurde. Nachdem bereits 8 Jungen im Alter von 13 bis 17 Jahren verschwunden waren, wurde er von einem Freund und Corll ab 1970 in die Verbrechen mit einbezogen. Henley ließ sich dafür bezahlen, andere Jungen an Corll auszuliefern und wirkte teilweise aktiv an Folterungen, Vergewaltigung und Mord mit. Nachdem Henley am 8. August 1973 ein Mädchen und einen anderen Jungen zu Corll lockte, kam es zu einer Meinungsverschiedenheit. Etwas später, Henley war betrunken und stand unter dem Einfluss von Marihuana, kettete Corll ihn ans Bett und drückte ihm eine Pistole gegen den Bauch. Henley flehte um sein Leben. Er bot an, ihm bei der Ermordung der beiden bereits gefesselten Jugendlichen zu helfen. Henley befolgte Corls Befehle und als letzterer begann, den Jungen zu foltern, griff Henley nach Corls Pistole und befahl diesem aufzuhören. Er sagte, dass Corll zu weit gegangen sei. Unbeeindruckt von der Drohung ging Corll auf Henley zu. Henley schoss mehrere Male auf Corll und tötete ihn. Zu diesem Zeitpunkt hatte Henley schon 3 Jahre mit Corll zusammengearbeitet und war erst 17 Jahre alt. Henley befreite die Gefangenen, rief die Polizei und gestand seine Beteiligung an den vorhergegangenen Verbrechen. Bereitwillig führte er die Ermittler zu einem Bootshaus, das als Ablageort der Leichen gedient hatte. Henley wurde schließlich angeklagt und wegen 6 Morden zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 594 Jahren verurteilt. Die Tötung Corls wurde nicht als Mord, sondern als Notwehr gewertet. 1994 begann Henley zu malen und ist damit sogar relativ erfolgreich. 1999 wurde bekannt gegeben, dass für die Opfer Corls ein Denkmal gesetzt werden soll. Henley erklärte sich bereit, den Erlös seiner 2. Kunstausstellung zu den Kosten beizutragen. Henley, Corll und ein weiterer Komplize wurden immer wieder in Filmen und Serien thematisiert, darunter auch in der Netflix-Serie Mindhunter, in der unter anderem auch Henley porträtiert wurde. Elmer Wayne Henley Jr. bleibt weiterhin in Haft.